Absolut. Hallo und herzlich willkommen zu der dieswöchigen Spielliste. Und mit dabei sind heute Maxi, Josie, Panic, Perücke Golf und Psycho. Hallo an euch. Hallöchen. Hallo. So, da Maxi den Lead hat, stimmt Maxi, wann es losgeht. Nein, Maxi, ich tune don't in do der it, Zeit. please. Ich tune in der Zeit nochmal kurz hier den Mazda zum. Würd's nicht machen, weil es geht schon los. Okay. Oh mein Gott. Sitzung beigetreten. Ja. Scheiße. Dann tun wir halt kein Mazda mehr. Ach du. Da hast du ja das Schönste zum Anfang ausgesucht, ja. Mhm. Ach du Scheiße. Ah, mein Spiel ist gecrashed. Perfekto. Bei mir auch. Aha, das wird immer besser. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach kurz stehen, dann fliegen wir alle wieder raus. Und dann versuchen wir es nochmal, wenn ihr wieder da seid. Das ist ja freulich. Aber dass ja beide rausfliegen, also dann kann es ja nicht so ganz nur an uns liegen, ne? Doch, bestimmt. Ich glaub's auch. Eigentlich für einen Zeitgleich. Also stehen bleiben? Ja. Stehen bleiben. Einfach stehen bleiben, bis wir rausfliegen. Dann müssen wir die Kolonne nicht neu machen. Ah. Spielabsturz, die zweite. Ernsthaft? Ah, ich glaub, ja, bei mir, ist, mir auch. Ich glaub, bei mir auch, ja. Ernsthaft? Da passt doch irgendwas nicht. Sollen wir es fahren? Vielleicht geht die nicht zu sechst. Warum soll die nicht zu sechst gehen? Ich das Spiel nicht abbrechen. Alter, nee, okay. Wir sind zu zweit. Wir sind zu zweit. Und sechs Spieler. Es ist eine Frechheit. Okay. Ja, ich bin auch raus. Sind alle anderen rausgeflogen auch? Ja, dann können wir auch verlassen, Perücke. Dann können wir die Kolonne auch neu machen. Also, das ist doch... Vielleicht probieren wir mal ein anderes Rennen. Ja. Wir erklären dieses Rennen für gescheitert und versuchen es gar nicht weiter. Soll. Gescheitert. Ja, innerhalb von zwei Versuchen sechs Spielabstürze, ne? Ja, gut, so viel ist das ja nicht, Panic. Ja, ja. Ist ja nur, das sind ja quasi Spieler, nur 100% quasi. Nee, 50. Ich schicke euch mal Einladung, weil ich kann nirgendwo beitreten. Ja, vielleicht weil wir alle noch nicht drin sind. Ja, vielleicht doch das. Ist da schon wo drin? Ja, du. Genau. Sehe mit Perücke in einer Lobby. Beruhigen wir uns. Darf ich erstmal ein Spiel starten? Bevor mich direkt drei Leute einladen? Perfekt, danke. Ich kann schon fast. Ja, René, nutzt doch die Zeit und krieg mal deine gelben Punkte weg. Welche gelben Punkte? In deinem Menü. Ist mir egal. Ja. Ja, wenn ich alle gelben Punkte wegmachen würde, müsste ich auch alle Wheelspins wegdrehen. Nein, die meine ich. Nee, ach, die kommen immer wieder. Ja, aber du könntest zumindest zurücklesen, ne? Hm. Nee, willst du nicht, ne? Überbewertet. Ja. Thank you.
Oh, wer ist mir denn da entgegengekommen? Jetzt ist meine Driftzone abgekackt. Bist du mir entgegengekommen? Ja. Hä, wieso falsches Auto für Saisonziel? Weil nur der Mazda geht. Welcher? RX 7. Ja, habe ich. Ja, aber es sind zwei, ne? Der ging besonders weiter. Ja. Dieser, wie heißt der? Ja, mit dem Spirit. Ja, RX 7 Spirit R Type A. Hä? Das ist der, den du nicht hast. Ah, da. Doch, da unten. Ah, ich habe jedes Auto. Okay, stimmt nicht mehr. Die DLCs habe ich nicht gekauft. Na toll. Wie? Um 300 Punkte geschafft. Jetzt wird ihr noch nicht... Ah, Psycho ist ja noch nicht da. Perfekt. Gut, Psycho, dass ja, du noch nicht da bist. Ja, ich glaube sowieso noch einmal mit dauert das eine halbe Ewigkeit. Oh mein Gott, ich hasse mich. Sei nicht so streng. Was sind drei Zonen? Ja... Hallo. So viel Abwechslung. Würde für die andere Veranstaltung, ich hoffe, gerade sind Tuning. Falls das jemand mitziehen will, mitfahren will. Oh, ich weiß nicht. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, deine Tunings sind immer. Ja, ne? Die sind immer mit so Vorsicht zu genießen. Mhm. Hab ich jetzt geschafft? Ja. Vorsicht ist das Richtige. Teilweise sogar mit sehr viel Vorsicht. Ja, meistens haben die Außerleistung nicht viel. Wenn du mir versprechen würdest, dass du dir bei dem Tuning Mühe gegeben hast und dass sich das Tuning sehr gut fahren lässt. Hab's noch nicht ausprobiert, ich hab's gerade erst fertig getunt. Hat es Bremsen? Nein. Stufe 1 Bremsen sind, glaube ich, eingebaut. Es ist Maxis Tuning, es hat Bremsen. Warum keine Stufe 2 Bremsen, Maxi? LI reicht nicht. Wie viel Leistung hat es? Ja. Bisschen was. Warum hast du nicht einfach ein bisschen weniger Leistung und dafür Bremsen genommen? Bremsen, ich habe keine Leistungsupgrades gemacht. Echt nicht? Nur Gewicht rausgenommen. Ich habe ein Leistungsupgrade gemacht. Na nee, komm, ich nehme Auto des Anführers. Ah ne, geht gar nicht. Du bist der Anführer. Ne, Maxi ist gleich wieder der Anführer. Ich wundere mich nämlich schon, warum es nicht losgeht. So, für welches Auto ist es denn, Maxi? Der Morris Mini Traveler. Oh Gott. Morris.
4 schon ein sehr witziges Spiel. Nee. Sorry, Spidey. Ich hab schon Angst. Hab's geschafft. Ich hab Angst. Das ist die Hauptsache. Ich würde sagen, Josie lädt sich das auch runter. Das ist bestimmt nicht so. Nein, tu es nicht. Nein, nein, der kann ich nicht. Bloß nicht. Nicht die. Welcher Traveler? Der grüne oder der weiße? Ja, Maxi, wo ist dein Alko? Von 65 19, oder? 65. Ist hier der Juni noch nicht, Maxi? Ja, es ist noch nicht veröffentlicht. Gib mir eine Sekunde. Nee, eine Sekunde kriegst du nicht. Auf was hast du den getuned? C600. Das ist das, was wir für die Veranstaltung brauchen. Mal kurz gucken, ob die Einstellungen passen, die ich jetzt gemacht habe. Ja, es geht aufs Dirt. Sollte schon passen, würde ich sagen. Ach, oh, der geht gut. Maxi, bitte kurz nicht starten. Ich hab's, glaube ich, jetzt gleich geschafft. Morris Mini Traveler war das, ne? Sagst du jetzt Rookie da? Ne? Speichert. Dann kann ich mir noch das Speichert. Ist gespeichert. Ist ein Mikrofon? Ach, war noch gar nicht. Nein. Nee. Dann kann ich es auch noch nicht finden, da ist es. Jetzt, so, und für alle, die sich das Ding runterladen wollen, also wir wissen ja alle noch nicht, wie es ist, aber ich blende den Code jetzt ein. Und ihr seht ja meine Reaktion. Also tut's. Und wenn, ja. Und ihr seht, wie Maxi mit klarkommt. Also ihr seht hinterher, ob es an mir liegt oder ob es an Maxi liegt, oder ihr probiert es einfach selber aus. Ah, ich sollte mir das Tuning auch runterladen, ne? Bei 3, 4, was war das jetzt? Mach Werbung fürs Tuning, lad's nicht runter, fahr's selber nicht. Fall fett. Oh Gott, ich raste aus, oh mein Gott, ich raste aus, das ist jetzt nicht passiert. Kannst du nochmal den Code blenden? Na gut, 3, war das, ne? Nee, Maxi. Ich hab's gerade gemacht, das Tuning. Ja. Wir fahren das Ganze ja gleich. 30 Kilo reingehauen und etwa 320 PS dafür. Ja, okay, ich überlege mal, wie viel PS vorher drin waren. Ja, so, wie war das mit, du hast nur ein Leistungsupgrade gemacht? Hey, die Leistung verzehnfachen ist doch völlig normal, oder? So, ich habe auch nur ein Leistungsupgrade gemacht, ich habe einen anderen Motor eingebaut. Ist doch nur ein Leistungsupgrade. Aber ich muss sagen, es fährt sich gar nicht mal schlecht. Und man kann sogar mit driften, also. Ich hab damit in der Driftzone jetzt schon 124.000 Punkte. Nur bremsen hat dieses Auto nicht. Ja, mein Gott. Finde ich aber gar nicht so. Also, ich find's wirklich gar nicht so schlecht. Mal um eine Kurve herum. Ja, aber es ist ja für Dirt und da darf's ein bisschen rutschen. Da darf der Arsch ein bisschen kommen. Ja, seid ihr nicht alle bereit, dann würde ich mal stoppen hier. Ja. Ja, du musst den Hintern mitlenken lassen. Das ist aber bei Maxi seinen Tunings normal. Der Rest auch bereit? Ja. Ich will jetzt keine Gegenstimme mehr geben. Na, bin ich mal gespannt. Jetzt verkacken wir voll mit dem Tuning, weil es überhaupt nicht packt. Nee. Eigentlich ist es die Erfolgsformel drin ist für Forza gegen Trailer Tage. Also Leistung 1,65er stabiles und. Nee, 1,65er hat es nicht, weil es Offroad geht. Leistung Allrad Forza Aero. Hm. Das ist. Wenn du nichts kannst beim Tunen, dann machst du, oder? Sind wir jetzt trotzdem. Und danke für extra viel Glück und hallo Grölsch und hallo Perücke Golf und ich habe meinen Chat ganz ignoriert, geht ja gar nicht. Ich muss sagen, da gibt es so ein tolles Design tatsächlich, das ich gefunden habe. Jetzt sehen wir, wie das Ding performt gegen normale Autos, gegen normale Tunings. Naja, Miss Beverly wird uns wahrscheinlich voll abziehen. Na, ist klar. Vielleicht. Vielleicht habe ich uns einfach nur gehandicapt jetzt, ja.
Ja, dann weiß bin ich, auf wen ich in der Kurve ziehe. Ich bin immer wieder aufs neue Schlusslicht. Man gewöhnt sich dran. Also, Beschleunigung hat er schon mal, aber... Sonst... So viel zum Thema Dirt übrigens auch, ne? Geht gleich in Dirt. Sorry. Also, Linken brauchst du hier echt nicht. Jo, Josie, alles klar, läuft bei dir. Sorry. Oh, sorry. Hm. Vielleicht ein bisschen wenig Grip auf dem Dirt, oder? Ja, ein bisschen mit der Bande lenken geht, aber dann geht's. Ja, ohne die Bande kriegst du aber auch keine Kurve. Doch. Ich mochte Minis noch nie. Bremsen und Lenkung wurden ausgebaut. Also ich sag mal so, bin schon schlechtere Autos gefahren, weil ich bin schon selbst getunte gefahren. Also Josie, das hättest du auch fahren können. Das ist nicht so schlimm wie das Auto, was ich dir gebaut habe. Trau dir mit Autos nicht mehr. Ja, besser ist es. Oh, ey, es war bekannt, dass das kein schönes Tuning wird. Ja, aber das war echt einfach nur abartig. Spaddy, das hat mein Vertrauen in dich echt ein gutes Stück gekränkt, bin ich ehrlich. Du hattest mal zu Vertrauen zu ihm? Oh, wo aus dem Dirt rauskommt, ist aber völlig die Ding weg. Ich hab ein Tuning gebaut auf, ich glaube, irgendwas. Was hat das gehabt? 800, 700, 900 Li. Auf jeden Fall 1300 PS. Vor 1950 das Auto und Josie musste dann mit Goliath fahren. Einfach 40 Minuten mitgebraucht. Ich aber auch. Ja, und die Zeit kam dann einmal schon auf meinen Sabaton oben drauf. Na, die Hälfte davon. Ja, trotzdem. Ich werde jetzt schon wieder gefragt, wann ich den nächsten mache, weil die Leute nichts anderes zu tun haben. Ja, ist ja auch so. Wann machst du den nächsten? Nee. Komm, wir fangen den genauso an wie den letzten. Ich baue ein Auto. Du fährst es und diesmal... Okay, Maxi baut ein Auto. Nee. Oh Gott, der mag mich nicht. Dann wird es ja noch schlimmer. Max. Dann habe ich den gesagt, dass ich dich nicht mag. Hallo. War ein Scherz. Hallo? Maxi baut dir ein Auto und weil das bestimmt gut wird, wird die Zeit dann verdreifacht und kommt auf deinen Stream. Oh. Jo, was machst du? Dass Maxi das letzte Mal nicht dabei war, wo wir über ihn gesprochen haben. Svenny weiß genau, was ich meine. Ja, aber Josie, ich werde jetzt spätestens nach dem Stream gefragt, was hat sie denn gesagt? Dann kann sie mir sagen. Ja, dann kann ich es doch auch jetzt sagen, oder? Nein. Nicht von gesammelter Gemeinschaft, bitte, danke. Danach ist es nicht besser, da sind noch mehr Leute. Ich kann sagen, also danach werden es mehr. Sorry, René. Ich bin der Ghostbuster. Ah, okay. Oh, es ist wieder ein bisschen gerade. Ja, aber du kannst es ihm ja auch selber sagen. Nee. Macht euch bereit zu klippen. Nee, erst recht nicht. Sei ehrlich zum Sterben. Ich hab Angst vor euch allen mittlerweile. Es sind Sachen geklippt worden, auch heute bei CS. Die sind nicht gut, gar nichts gut. Der Rasenmäher. Ich war so sauer. Das zählt nicht. Spiel du mal Solo QCS, dann reden wir nochmal weiter. Du musst dir Warzone runterladen. Ich? Ich hab doch Warzone runtergeladen. Ja, also du musst es zum Laufen bringen. Kaufst du mir eine neue Grafikkarte? Nee, aber willst du dir eh kaufen. Ja, ich weiß. Da musst du noch warten. Ich hab keinen Platz für Warzone. Ich hab Platz für CS. Aber eigentlich widersprüchlich. Oh. Warzone läuft, aber kein Warzone. Nein, also wirklich nicht. Ich hab's ausgetestet. Mein ganzer PC spielt ab. Mein Headset funktioniert nicht mehr. Ich kann, sobald ich raustappe, spielt mein PC ab oder freest, eher gesagt.
Ich sehe OBS nicht mehr, alles hat bei mir Standbild, obwohl der Stream weiterläuft. Und Fennec macht auch den Überschlag, den ich schon mal genommen habe. Den habe ich auch schon gemacht in der ersten Runde. Sorry, 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 ui, 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 ui. Tschüss, René. Wirklich, wir können alle gleich schlecht fahren. Oh, was soll ich? An dem Auto liegt das nicht, das ist einfach die Strecke, das ist... Psycho hat gezeigt, dass das Auto scheinbar doch scheiße ist. Ja. Viel schneller mit so einem Mini. Ja, nur in den Kurven, in den Geraden, auf der Geraden ist es langsamer. Dezent langsamer. Also ganz im Ernst, ich kann eine Empfehlung für das Auto aussprechen, für das Tuning. Ich find's gut. Ich lasse es drauf. Überleg mal, wie einfach wir jetzt mit dem Auto die Driver-Tare abgezogen haben auf unschlagbar. Ja, muss man noch mehr sagen. Ja, also nee, das hast du wirklich gut gemacht, Maxi. Also, pure Empfehlung, ladet euch das runter und zeigt Maxi mal, wie sich das auswirken kann, wenn jetzt hier ein paar das Tuning runterladen. Also, ladet das Tuning runter! Her mit dem Download-Cache hier, ja. Habe ich schon gesagt, dass ihr das Tuning runterladen sollt? Ich bin so arm in Forza, ich brauche das Cache für meine Downloads. Naja, Alpin, ich glaube, das lag tatsächlich vorhin auch nur an unseren PCs, dass es abgeschmiert ist. Ha, ich hätte tatsächlich eine Idee. Obwohl jetzt einfach so 20 Millionen in Forza verlosen, ist auch doof, ne? Auch kein Interesse drin, glaube ich. Was willst du damit machen? Ja, weiß ich nicht. Also, ich... Was man machen kann, ist zu den anderen liegen, ne? Also. Ja, vielleicht braucht's ja wer. Ich mach das jetzt einfach. Ich mach jetzt einfach mal spontan Gewinnspiel. Ich verlose 20 Forsa-Millionen für denjenigen oder unter denen, die sich das Tuning runterladen und mir in die Kommentare schreiben, wie viel PS das Ding hat. Ich habe zwar noch nie ein Gewinnspiel gemacht, ich weiß nicht. Ich schreibe euch dann an und dann müsst ihr auf den Discord kommen und dann schickt er mir ein Bild von eurem Account. Und dann setzen wir uns zusammen, dann kriegt er 20 Millionen von. Also in Forza, ne? Forza Millionen, keine echte. Also in echt würde ich auch 20 Millionen nehmen von dir, ne? Ne, nur in Forza. Yep. So, nimmt mal die Kurve. Oder wer hat hier so eine Pferdehupe? Ich würde sagen Panic, aber der hat eigentlich ein Schaf. Ja, aber nachdem das irgendwie anderes dann auch hatte, fand ich das ein bisschen langweilig. Achso, okay, ich finde die Pferdehupe ist nicht so nervig wie das Schaf, das ist gut. Und zack, hat Panic im nächsten Rennen wieder die Schafshupe. Nee, ich lasse das Pferd erstmal ein bisschen. Du musst einfach warten, bis ich damit wieder mal direkt hinter dir bin und das 20 Mal anspiele. Und glaub mir, ist die Pferdehupe genauso nervig. Nee, ich verlose ja nur einmal 20 Millionen. Also, ne, wenn jetzt mehr mitmachen, dann wird natürlich einer ausgelost davon. Ich könnte in Forza 400 Millionen vergeben. Ja, aber wenn das gut ankommt, kann man das ja öfter machen. Also ich meine, mir tut das ja... In die Kommentare und bekommen dann für... Ja, du kannst gerne, ne, ist keiner ausgeschlossen hier. Psycho! Ja, gleiche Chancen für alle. Hey, ich verstehe noch nicht so ganz, was du dafür tun musst, aber... Die anderen hier sind im Gegensatz zu mir family-friendly. Ich lade ja das... die Festival-Spielliste morgen auf YouTube hoch. Ja. Und da in die Kommentare reinschreiben, wie viel Leistung das Auto hat, was ihr das Tuning von Maxi drauf hat. Also Voraussetzung ist, dass du das Tuning von Maxi runterlädst. Hast du ja schon getan. Kannst also mitmachen, rein theoretisch. Ja, aber... Seit wann sind die anderen hier einfach family-friendly? Keine Ahnung, also eher als ich. Okay. Definitiv. Die Voraussetzung ist, dass du es runterlädst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du es nicht einfach nachgucken kannst. Oder so. Könnte tatsächlich auch funktionieren. Obwohl, wenn Spaddy seine Nebelmaschine ansieht, sieht das aus, als würde er bei sich im Raum Hotboxen.
Siehst du gar nichts mehr. Dem Kuss hier geht aber richtig gut, muss ich sagen. Ja, rutscht wie Hölle. Ja, ich kann verstehen, wenn man den nicht mag. Wen? Julian. Also ich find's wirklich gut. Ja, wenn du auf dem Schotter bist, ist alles gut. Bist du auf der Straße, rutscht dann nur. Ja, er ist auch nicht aber für die Straße. Aber das Tuning ist gut. Ich muss sagen, ich mag den auf der Straße. Ich muss schneller als Beverly sein. Frechheit. Wollen wir das dritte Rennen auch noch fahren? Oder ich durchziehe? Oh ja, also von mir aus könnten wir, aber... Na, ich glaube nicht, weil... Ich weiß, wer heute wenig Zeit hat. Okay, dann fahre ich durchs Ziel. In Klammern, das bin nicht ich. Ja, aber wir machen das ganz einfach. Sobald Josie weg ist, können wir erzählen. Josie hat ja gesagt, wenn sie weg ist, darf ich erzählen, was es ist. Oh nein. Obwohl, eigentlich ist es nicht. Eigentlich ist es süß. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, Spenny, ist es süß. Ja, ist es ja auch. Deswegen, ich sag ja, erzähl's doch. Ja, ich sag ja, erzähl's doch selber. Nee. Jetzt wird sie schüchtern. Ja, definitiv, sowas kann ich gar nicht. Aber ich könnte sie auch erzählen, wenn du dabei bist. Nee, lass mal stecken. Nee, das... Die 15 Minuten kannst du noch abwarten. Das macht dann wer anders. Hä? Ich hab's schon wieder nicht verstanden. Nicht weiter tragisch, glaube ich. Okay. Hallo Alpin und danke für viel Glück. Und Letni, wechselt euch jetzt ab mit viel Glück, ja? Ist okay. Ninja hat gefragt, wie viel Geld du dafür verlangst, dass du es jetzt sagst. Wie viel Geld muss ich Spenny geben, dass er es jetzt sagt? 50er Dono bei Josie. Haben wir on-stream oder off-stream drüber geredet? Ich weiß es gerade gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es auch nicht mehr. Alter. Hey Ninja, wenn jetzt ein Fuffi-Dono kommt, dann lache ich mich weg. Der ist auf einmal so ruhig, der Herr. Oh, Leckerchen mit Scheißerchen. Ja, okay, aber komm, 10er Dono geht auch, oder? Wegen Assassin's Creed. Hier, ich muss hier gleich, ich muss hier gleich mal Glück ausschalten. Das ist, geht ja gar nicht. Ist ja hier nur noch Glück. Also, Dankeschön für das viele Glück, aber. Ne, du wirst es brauchen, ne? Ich bin gleich wieder da. Oh, ja, 1 Minute 25 hast du. Aber ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Ihr kriegt mehr Möglichkeiten. Ich mach mal wieder ein paar Sachen an. Ich hatte so gerade so eine Überlegung. So, 30 Sekunden. Okay. Gut zu wissen. So, jetzt nur die Frage. Ich habe gesehen, dass du Layla eingelöst hast.
Aber es funktioniert nicht. Okay, dann nehme ich die Sound Alerts wieder raus. Muss ich mal gucken, warum die nicht gehen. Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle durchgeknallt. Warte auf andere Spiele. Also Hallo hat funktioniert. Aber warum hat leider nicht funktioniert? Ja. Geht los, ne? Ich bin natürlich da, ich bin bereit. Hallo? wo ist das? Was? Oh. Ist das Straße? Die Info wäre gut. Oh, ich habe mal Autos zur Auswahl. Oha. Ach komm hier, 1000. Ja, wir gehen auf 900 PS und nehmen ein Triebwerkzeichen mit. Wow. Ich kann es dir gerade leider gar nicht sagen. Das ist die Prüfung. Das wird spaßig, die Prüfung. Das ist der gleiche. Ich habe nämlich 1000 Newtonmeter, aber sonst nicht viel. Wie viel? 1000. Ach, das ist ja wenig. Ja, viel davon entfernt dürfte ich auch nicht sein. Nur 800 PS. Ich glaube, ich habe fast das Doppelte. Uff. Sag mal, habt ihr euch abgesprochen irgendwie? Warum? Drei Demons. Viel Glück ist verfügbar. Oh, es ist der Vulkan hoch. Das wird... Da bringt der Drehmoment so richtig was. Ja, wenn ihr Ideen habt, was ich als Kanalbelohnung machen kann, dann könnt ihr mir das ja mal reinschreiben. Morgen und das Video schreiben. Außer mir jetzt. In deiner Schelle. Sveni, wir sind auch gerade am Sammeln für neue Kanalpunkt-Ideen. Das, was wir so rausgesucht haben, kann ich dir auch mal schicken, wenn du willst. Ja, kannst du mal. Brauchen wir mal neues, außer die Sound Alerts. Ich hab nie. Hatte schon den Rauch frei. Oh. Ja, Kanalpunkte. Wird gleich weitergegeben. So. Eine Stunde rauchfrei. Nee. Nee. Das könnt ihr euch nicht leisten. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade irgendjemanden voll weggedrückt. Ja, ja. Ich habe eh schon keine Kurvenlage. Ja, die Driver-Tare drücken mich hier irgendwie komplett. Ja. Wer von den Driver-Taren weg? Was ist das denn? Das hört sich böse an. Alpine schreibt gerade, René ist zu teuer, ich gehe zu Josie. Das ist Josie. Das spreche ich jetzt nicht aus. Die ist günstiger. Frechheit. Hey, sie ist positiv. Du bist nicht billig, du bist günstiger. Das macht's nicht besser. Klingt aber anders. Trotzdem teuer genug. Ich glaube nicht, dass er sich das leisten kann. Aber ich weiß gar nicht wo. Also Josie und ich haben nicht eine Kanalbelohnung gleich, glaube ich. Nö, nicht, dass ich wüsste. Alpin! Maxi, was willst du eigentlich mit der Denkung? Hat Alpin das gerade bei dir geschrieben? Ja. Was? Freddy? Das mit dem billig oder günstig? Nein, das hat er nicht geschrieben. Er hat geschrieben, René ist zu teuer, ich gehe zu Josie. Okay, weil er bei mir gerade das mit dem Sound Alerts und dem Mami gemacht hat. Sorry, René. Du hast mich noch nicht mal berührt bei mir. Huiuiui. Hab ich dich berührt? Nee. Gut. Nee, Alpin. Schön, dass du da bist. Nee, das ist ein bisschen wenig für ein Sub, Jungs. Hey, du musst mir natürlich Bescheid sagen, wenn eine 10er-Dono kommt, damit ich das erzähle, was du über Maxi gesagt hast, ne? Es wird keine 10er-Dono kommen. Danny ist, glaube ich, nicht da. Das wäre deine einzige Hoffnung. Und Danny war dabei, als ich das über Maxi gesagt habe. Ich weiß noch, wen denn das vielleicht interessieren könnte, was du über Maxi gesagt hast. Ja, Luke?
Nee, der weiß das. Das habe ich ihm letztens erzählt. Dem ist das relativ egal. Nein, ich habe einen Checkpoint verpasst. Na gut, ich komme mal nach hinten zu dir. Ja, da stimme ich dir zu, Alpin. Nein, Spaß. Nö. Also die Sekunden hier sind nicht für dieses Auto gemacht. Ja, Maxi, du nimmst die ähnlich wie meine ich, Strecke. Ich bin nicht fahren, Checkpoint vorbei. Das war weit vorbei, weit vorbei, weit vorbei. Kriegen wir das? Wir verlieren. Ja, ja. Das Auto ist nicht optimal, ey. Dann streng dich doch mal an, Panic. Seit Anfang an. Ey, ich bin Dritter aus unserem Team, ja? Wo bist du? Nicht Erster bist du. Ich bin Dritter aus dem Team. René, streng du dich mal an hier. Bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Ja, das ist mir schon... Ja, siehste? Also. Ist doch nichts Neues, oder? Ja. Weißt du, ich dachte... Ich weiß, ich hatte mal Hoffnung, ne? In mich? Aber irgendwie. Sicher? Sicher, dass du von mir sprichst und nicht von irgendeinem anderen, René? Ah, ich glaube, du bist schwer zu wechseln. Die Betonung ist auch schon wieder einzigartig. Was? Ich weiß ja nicht. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber nee, ich dachte, ab 10 Leuten wolltest du Billard machen. Ja, aber jetzt ist es auch schon kurz vor 9. Meiner Freundin geht's schlecht. Eigentlich wollte ich heute Billard machen. Jetzt aber hat meine Freundin wieder als Ausrede genommen. Nein. Ich weiß schon, ja. Ich habe letztens, extra morgens oder früh angefangen zu streamen. Da hat keiner Billard angemacht. Und weißt du warum? Weil normale Leute um die Uhrzeit noch arbeiten. Oh, ein Sprint ist es. Oh mein Gott. Da geht's schön geradeaus. Ja, aber da hättest du ja in deiner Mittagspause jetzt zugucken können. Nö. Und ich kann dir sagen, der Stream war gut. Nicht? Perücke war da. Warum hast du da nicht Billard eingelöst hier? Weil ich das nicht wusste und am Arbeiten war. Ihr seid zu langsam aus dem Weg. Echt so? Ja, Jory. Sorry, ich kann nicht lenken, der driftet ein bisschen arg. Oh, was ist denn hier los? Aua! Josie ist los. Ich wurde gesandwiched zwischen Josie also und der Mann. Jetzt hat sich das erledigt mit dem, was ich gesagt habe. Warum? Ich habe gerade fast falsche Wortwahl benutzt. Ja, aber jetzt war es ihm richtig nah. Warum hast du mich gesandwiched mit der Wand? Also? Ich? Ja, Checkpoint verpasst. Spenny kann nicht klippen, also könnte ich es theoretisch trotzdem sagen, aber Alpine ist da, also besser nicht. Los, hau raus. Maxi hat mich voll zur Seite gebumst. Wait a minute, ja. Ich muss kurz was klippen. Das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. So, Clip, so draufdrücken reicht das, ja. Das machst du jetzt nicht wirklich, oder? Du, das habe ich jetzt live im Stream nicht gemacht. Nicht dein Ernst. So, bin dann auch wieder im Rennen. Max, ich brauche die Kugel, die Bande. Josie, wenn wir dafür das Rennen nochmal machen, das war's wert. Einfach nur Frechheit. Irgendwie hätte dem Auto einen Ding kommen. Vielleicht klippt sie auch noch wer anders schon. Ich glaube, Danny hat's geklippt. Wenn man das jetzt mit dem verbindet, was du über Maxi gesagt hast, oh dann... Oh Gott, hallo. Obwohl, nein, das eine hat null was mit dem anderen zu tun. Aber das eine kommt nach dem... Achso, nee, stopp, ich sollte ja nicht sagen. Beruhigen wir uns. Leute, jetzt wird's langsam komisch. Also ehrlich, Spenny, du formulierst es wieder so, dass es erst richtig unangenehm wird. Und der arme Maxi, der hat gar keine Ahnung, wo es geht und muss sich das anhören. Ja, dann sag ihm doch, was du gesagt hast. Mein Chat hat's schon gehört, das reicht.
Okay. Alpin, das war zu viel. Alpin, der war zu viel. Was hat er gesagt? War zu viel. Was hat er gesagt? Das kann ich, das werde ich jetzt nicht laut aussprechen. Das werde ich jetzt gerade auch gelesen. Das werde ich jetzt nicht laut aussprechen. Weil das wird wieder geklippt. Und das höre ich mir nicht an. Nein. Das machen wir nicht. Einfach nein. Oh je. Was zum Thema Family-Friendly Stream. Nicht um die Uhrzeit. Komm ich noch durchs Ziel? Komm ich noch durchs Ziel? Ich hab's jetzt echt nicht beendet. Nein. Ganz klar. Hey, wir haben trotzdem gewonnen, ja. Kein Problem. Schon. Alpin! Klappe halten. Ninja ist auch glücklich. Alter, Alpin, ist nicht euer Ernst. Was ist mit Alpin mit euch? Alpin immer bei ihrem Stream, immer. Alpin ist halt wieder auf der ganz... Nein, ich sag nichts. Ich finde den Clip super. Nee, einmal nee. Wir müssen Alpin wieder ein Rezept schreiben, glaube ich. Das gibt erstmal ein Timeout, nicht Spaß. Nur Scherz. Zwei meiner Mods haben heute einen Timeout bekommen. Ah ja. Heavy. Ja, da war ich sauer. Es wurde sich heute in meinem Chat gestritten, aber übelst und richtig runtergemacht. Da habe ich gesagt, das ist mir jetzt egal. Wie kann denn ein Mod einen Timeout kriegen? Ist das nicht gleich auch Mod-Status weg? Yep. Also von Twitch aus? Yep. Deswegen. Hochgelaufen. Warum fange ich eigentlich immer im Rennen an zu rauchen? Weil du schon aufgegeben hast. Aua, hört auf mich zu sandwichen, bitte! Hä? Hey, rechts von dir ist gar keiner. Warum immer doch. Auf Maxis? Ich sehe rechts von dir keinen. Wie gerade eben. Ach, das hat keiner gesehen. Ich seh's in deinem Stream. Bitte klippen! Bitte, könnt ihr mal aus meinem Stream raus? Ich bin jetzt Zuschauerverbot fast, wa? Nee. Oh, das ist eine Perücke. Das ist hier übrigens Metalinie, was ich fahren will. Oh Gott. Alpin, bitte. Der ist minderjährig. Minderjährig heißt nicht, dass er nicht genauso versaut sein kann. Ja, aber das muss ich ja nicht wissen. Darüber will ich nicht nachdenken. Das macht auch Aussagen von Ninja nicht unbedingt besser, die er getätigt hat. Aber wusstest du, dass die ersten Erfahrungen mit einem Dreier ab 14 Jahren stattfinden? Hab ich aber ein Spätzünder, hör mal. Tja. Tja. Da spricht jemand aus Erfahrung. Mit Sicherheit nicht. Also ich habe auf jeden Fall gerade eine Idee, die muss ich mir so bald wie es geht in mein Google Doc schreiben. Und das andere Projekt, was wir haben. Was? Meinst du wegen was? RP? Was? Ey, das darf ich sagen. Ich hab's hinbekommen. Ich habe Spaddy für RP überredet. Ja. Spaddy spielt jetzt mittwochs vormittags mittags immer RP. Ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen, wenn hier gerade das Gesprächsthema ist. Was die ersten Erfahrungen mit einem Dreier hatten und mit 14. Oh Gott, nein. Und der nächste Satz von René ist, ich muss mir da was auf die To-Do-List schreiben für unser Projekt. Oh mein Gott, Spaddy, bitte sag mir nicht, dass du irgendwas in die Richtung gerade gedacht hast. Das ist alles schon ziemlich sass hier wieder, weißt du? Das ist
Spaddy, halb Psycho aus so einer Scheiße raus. Bitte. Der Arme, der kommt ja in RP jetzt schon nicht mit mir klar. Wie soll denn das noch mit dir in der Mischung funktionieren? Ich hole mir eine Knarre und erschieße dich höchstpersönlich. Du musst erst. Ist mir egal, ob du. René, ist mir egal, ob du ein Kopf bist oder so. Ist mir scheißegal, ich geb dir eine Kugel. Bevor du mir eine Kugel gibst, gib ich dir eine Kugel. Die Folge wird auf jeden Fall nicht monetarisierbar. Oh nein! Spendi, kannst du knicken, dass ich mit dir irgendwas mache? Nein, ich meine die hier. Nein. Ach so. Ich brauche Monetarisierung gar nicht anschalten. Ninja geht schon. Tschüssi, Ninja. Nee, ich. Egal. Oh Gott, Hilfe. Stimmt, Alpin, wir hatten das mal gesagt. Warum spielt der Herr eigentlich nicht mit? Wer? Exit? Nee, IP. Ich habe beide Leckerchen weitergegeben, Mel. Das kann ich dir nicht sagen. Ich muss früh aufstehen morgen. Ich kann auch eine Runde mitspielen, ich wurde gedodged. Wo ist Betty da? Ich bin noch da. Okay. Ja. Wir können hier noch so ein Ding machen, so ein anderes Event-Lab in der Hoffnung, dass die Leute nicht wieder rausfliegen alle. Hier ganz kurz Pipi machen. Eine Sekunde. Okay. Bin gespannt, ob du das so schnell hinbekommst. Hört ihr mich noch? Nö. Ja, leider. Oh, danke. So, da haben wir jetzt endlich den neuen BMW. Dann können wir gleich mal eine Runde fahren hier. Der sieht einfach nur bescheiden aus. Das hat halt BMW gemacht, ne? Ist ganz schön rund geschliffen, ne? Nee, schön rund ist mein Auto, aber nicht der BMW. Nein, ich sage, der ist extrem rund geschliffen. Magst dein Auto wie deine Frauen? Nur weil nichts gegen deine... Freunde, ich weiß nicht, was die aussieht. Würde ich nur kurz hier anmerken. Bitte. Also ich finde den BMW schon sehr rund, ne? Die Heckpartie gefällt mir gar nicht. Das sieht aus, als wenn da irgendwas zusammengeschustert wurde, was nie zusammengehört hat. Hast du hier doch bestimmt schon Design dafür, oder? Hast du hier noch kein Design gemacht? Meinst du mich? Nee, Stewie. So. Ja, du hast auch noch keins gemacht. Ja, das würde mir angezeigt werden. Wenn... Ja, aber komm, das ich leg mal meine Knüppel drauf. Ich werde mal Josie anbumsen. Bitte? Danke fürs Anbumsen, ich hab's gehört. Clip! Nee, kann ich jetzt erstatten. Mann. Hey, wie bist du schon wieder da? Deine Cam ist immer noch leer. Hä? Der Stream hat ein bisschen. Achso. Ich hab Delay wegen CS drin. Ja. Alle meinten zu mir, Josie, du brauchst keine Verzögerung. Es gibt keine Streams, aber ist klar. Lüge. Meins, Nelly. René, du müsstest raus, es wurde gestartet. Oh,
Komm. Immer war der Bart René, ne? Oh. Warten wir jetzt auf Speddy? Nix gibt's. Ich glaube, ich nehme den. Ich glaube, es ist ein relativ enger Kuss tatsächlich. So. Ist halt so ein... Ich das nehme sagst das. Du jetzt, nachdem ich das größte Auto gewählt habe. Es ist ein Event-Lab, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was kommt. Es kann alles sein. Hallo, Max! Max wird hier gleich erstmal, kriegt erstmal 3 Punkte. Hallo, Pien! Ich sehe gerade, dass mir jemand ein Abo bei dir geschenkt hat. Was ist das denn? Ah, das ist wahrscheinlich gleich anders. Ah, doch, Spade ist doch drin. Ja, ich bin drin. Okay. Hört man nur nicht. Och, Nelly. Ich wusste, dass das heute so aufgefasst wird. Nelly, das ist warm. Bitte. Danke. Warum? Dir auch, Max, schön, dass du da warst. Geh nicht mir auf den Sack. Entschuldigung. Ah, vielleicht doch nicht so eng. Oh, oh! Oh, Bremsen! Oh, Bremsen! Sorry, Maxi. Du hast gerade erfolgreich fast alle abgeräumt, ja. Hä, warum? Oh. Na, sie. Achso. Mein Auto driftet ein bisschen arg. Sorry, Psycho, hast du noch bekommen? Ja, hab ich noch bekommen, gerade so. Nicht meine Strecke. Jetzt hätte ich gern ein Formel 1 Auto. Dann würde ich euch alle abziehen. Ich glaube, ich weniger. Henning ist da zuversichtlich. Ja, weil ich nicht glaube, dass du das Formel 1 Auto viel bringt. Hallo, Metal. Heute aber wieder freundlich unterwegs. Das geben. Mann, hier steht der mir im Weg rum. Für mich wie ein ACC. Doch, ist bestimmt auch ein Mod online. Eigentlich auch nur so spät erst aufkloppen. Ja. Gerade auf einen Timeout oder Bann gehofft. Was mit Metal? Gott! Metal ist böse und hofft auf einen Bann. Also, falls irgendein Mod Langeweile hat. Big Mac, Bunny weg. Big Mac, schick ihn ins Timeout, er hat sich's gewünscht. Rechts ranfahren. Ja, mach, er hat sich's gewünscht. Metal hat geschrieben, hab gerade auf einen Timeout oder einen Bann gehofft. Das kann auch nur von Metal kommen. Ja, die Sache ist, ich glaube, alle Mods, alle, die bei mir Mods waren, gerade Forza. Ihn vielleicht. Der Letny wird auch gerade fahren. Stimmt, Alpine könnte. Aber Alpine ist ja jetzt in einem anderen Stream gegangen. Hier zum Plattix, was für Österreicher. Hast du den gekriegt, Maxi? Oh mein. Also ich versuch's heute gar nicht. Also heute gibt's keine Werbung in dem Video. Die Nummer ist sowas von durch.
Warum wohl? Ich weiß gar nicht, was du meinst, Betty. Stimmt, du bist VIP, ne? VIP und Mod ging nicht oder so, ne? Nein, beides kann man nicht machen. Weniger, ich habe schon lange niemand mehr gebannt. So, Runde ist vorbei. Mods. Der Mod hat Zeit. Jetzt haben die Mods Zeit. Wer sich sowas wünscht. So, guck mal hier, die meiner Modpflicht nachgekommen. Weißt, wir sind ja hier nicht im Stress. Ja, kommt der Timeout nicht gleich, kommt er halt später. Ist doch scheißegal. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Oh, auf jeden Fall noch eine Driftzone. Wir hätten einen Spielplatz. Oh ja. Oh nein. Doch. Na komm, versuchen rein. 50 Sekunden. Mandy kommt jetzt zu mir und sagt, wie Asi wurde getimeoutet bei Spaddy. Mandy, du hast es dir gewünscht. Er hat sich sehr gewünscht, ne? Er hat wortwörtlich geschrieben, ich habe auf einen Bann oder auf ein Timeout gehofft. Boom. Und hab's nur für 600 Sekunden reingehauen. Der ist ja noch die humanste Variante. Ach, Alpin. Manchmal weiß ich nicht, ob ich es einfach akzeptieren soll und dich in den Timeout stecken. Ja, das ist nicht schlecht. Ich glaube, wenn ich bei den Bots sage, aber weg, ich glaube, das geht bei uns ein bisschen schneller. Lass zusammen mit den Timeout. Jetzt wird's romantisch. Ja, Alpi kann dann bei mir schreiben und Metal antwortet bei dir. Danny, halte deines Amtes. Romantische Zeit im Timeout zu killen. Und dann ist... Danke, Danny. Sehr freundlich. Ja, Josie, hast ja super gemacht. Du hast doch gesagt, die sollen Alpine Timeout schicken, oder nicht? Metal hat ja beleidigt. Alpine noch nicht. Ach so. Obwohl, komm, Danny, schick Alpine mal dazu. Komm, schick Alpine mal dazu. Jetzt hat Metal auf beiden Kanälen die Timeout. Der Arme. Schicken wir beide nochmal einen Timer, dann können wir ein bisschen Zeit zu zweit genießen. Ja, das ist doch romantisch. Zack. Weg. Ich liebe meine Mods. Ich liebe meine Mods auch. Hast du einen Mod von dir als Lieblingsmod im Handy eingespeichert? Oh, ja. Tatsächlich. Der ist bei mir angepinnt sogar. Okay. Im Handy. Aber ich werde euch nie sagen, wer es ist. Oh Gott, was machen wir jetzt hier? Was ist das? Fang den König, fang den König. Ich hab so... Könnt ihr mich nicht vorwarnen? Ich kenn sowas nicht. Bei den Gegnern haben zwei blaue Kronen drauf. Die musst du jetzt rammen und dann hast du die Krone. Also, ich wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Oh, das war knapp. Ich bin selber an einem dran. Ja, geht das nicht mich? Ich bin nicht der mit der blauen Krone, ne? Warum, wenn ich den hinterher, der gar keine Krone hat? Was? Macht mich nicht ab, ich muss schon loswerden. Wir sind gerade dem hinterhergefahren, der gar keine Krone hatte.
So viele sind wir ja nicht. Nee, das seid ihr nicht, das stimmt. Da fährt irgendwas auf mich zu, bitte, bitte, bitte. Oh, danke. Ja, ich hab... Einen habe ich geblockt. Nee, du hast keinen geblockt. Fahr. Das war der Falsche. I'm sorry. Der hat dich jetzt beklaut. Na, ich bin König! Weiter. Oh Gott, Hilfe! Du gehörst nicht mehr, weil ich abgebremst habe. Ich liege auf dem Dach. Psycho bleibt bei mir! Wo ist dein Baum? So, ich mache jetzt die Assi-Taktik. Ja, wenn du zu lange die Krone hast, wirst du ausgebremst. Frechheit. Kannst du halt dann Teammates weitergeben oder Gegner holst du halt. Oh, warum fahre ich in den gleichen Baum wie er eigentlich? ich hab den... Ich mach den Assi-Move. Ich mach den Assi-Move. Ich hab die Krone verloren. Ist egal, wir holen uns eine neue. Sag mal! Jetzt sind wir bald. Seid ihr jetzt zu zweit an dem vorbeigefahren? Ja, ja. Das sind einfach so zu dicke Trucks, ja, die rutschen nur rum. Inaktivität festgestellt. Wäre nicht machen müssen. Ja, du darfst nicht stehen bleiben. Klappt. Na, darum. Sorry. Man kann ja die über Teammates auch die Krone weitergeben, oder nicht, oder? Ja. Ja, aber nur wenn man ausgebremst ist. Wo bist denn du, Psycho? Ja, ich komme mal zu dir. Ich komme zu dir, fahr weiter geradeaus. Immer in Bewegung bleiben. nicht so machen wie ich. Aber es ist tatsächlich anscheinend sehr effektiv. Wir haben einfach mal 4 Kronen. Oh! Reine Scheiße! Ich hätte auch noch eine, könnte man eine mit. Hey, irgendwie werden alle ausgebremst, da? Ja. Nee, ich hab gerade die Krone bekommen. Ich glaube, die kennen den Trick noch nicht. Psycho, bist du noch hinter mir? Naja, ich bin hinter dir. Nein, das ist kein Schummel, die könnten ja hierher kommen. Okay, einmal tauschen. Nee, rot ist links von mir, wer ist denn das? Ah, oh. Okay. Team König beendet, ich glaube, ich habe am längsten die Krone gehabt. Ja. Oh, eine Sekunde, Maxi. Ah. Ja, ich war richtig scheiße. Nächstes Mal mache ich es nicht so. Nächstes Mal fahre ich. Ich habe das ja nur gemacht, um den Zuschauern jetzt zu zeigen, wie das geht und wie man es nicht macht. War das jemals anders? Na toll. Also 3 Runden Team König. Ja, ja. Gewinnen nur 2, oder? Aber ja, seit wann wechselt das Gelände dabei? Das finde ich aber tatsächlich mal ganz angenehm, weil 3-mal auf dem gleichen Gelände zu spielen, ist ja sinnvoll. Ich fand eigentlich angenehm, wo die Sachen gewechselt haben. Wollte aber einfach sein, weil der Gegner 2 Leute weniger hat. Ja, die haben schon verlassen, perfekt. Aber wenn das letzte Mal das durchgewechselt ist, war glaube ich FA4. Nee, am Anfang bei 5 war das auch. Nee, am Anfang war das schon. Ist das sicher? Ja. Ach, ich bin König, warum bin ich ein König? Hilfe! Mach doch was. Nee, wenn dann bist du Königin. Meine ich ja. Wenn du möchtest, wenn du möchtest, kannst du auch ein König sein. Nee, passt schon. Wir wollen ja politisch korrekt sein. Ich stehe zu meiner weiblichen Art und Weise. Ist nicht oft anwesend, aber ab und zu. Ha, doch. René, bleib bei mir in der Nähe. Wer ist das da hinter mir? Nee, ich hole die nächste Krone. Toll. Ja, Psycho. Das nenne ich den. Ich komme mit dir mit, ja? So schlecht. Ich war gerade so schlecht. Oh, ich bin irgendwo fest. Hilfe.
Nochmal so schlecht. Eine hinter dir. Oh, sorry. Gas. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann muss ich ihn doch kriegen. So schön. Hilfe! Ich gehe mal ein bisschen mobben. Danke. Brauche immer jemanden. Ich kann nicht. Danke. Also ich werde es vielleicht keine Krone haben, aber ich werde sicher machen, dass der Nächste gleich auch verlässt, weil ich den nämlich hier festhalte und dafür sorge, dass er nirgendwo mehr hinfährt. Kann mich einer ablösen? Ich werde gleich ausgebremst. Ich auch. Aber dann kannst du ja trotzdem, du kannst ja trotzdem weiterfahren, du bist ja nur ein bisschen langsamer. Aber da. Ups. Oh, fuck. Ein Stock. Verteidigen irgendwie. Sorry, Psycho, lauf mich nach da rechts. Psycho! Oh nein. Fennig, ich komm dir entgegen. Weicht er mir aus. Willst du nicht abgeben, Fennig? Bitte. Nö, nicht an dich. Und willst du nicht zu mir, so gebrauche ich. Naja. Obwohl es ein Zitat geht, ja, ne? Was ist mir, bist du räudig, oder du bleibst nicht an jedem hängen, Alter. Machen die denn eigentlich? Ich fahre nur im Kreis hin, Mann. Oh, die wollte ich mir gerade klauen, die Krone. Wer hat die jetzt? Oh, nee! Vorne ist aber doch einer. Jetzt wollte ich Maxi ablösen und er fährt einfach an mir vorbei. Meine Krone, ja, du? Such den hinter einen. Dir, du hast aber ein Problemchen, Kollege. Nö, nö, der hat's verkackt. Hahaha, meine Krone. Oh, ich lieg auf dem Dach. René, komm mal her. Danke. Oder hey, nein, oh Mann. Du bist noch nicht ausgebremst. Geht das, wenn du ausgebremst bist? Doch, ich bin ausgebremst. Leg da! René! So. Gibst du es mir nicht freiwillig? Ich bin hier zu zweit rum mit 10 km/h gerade. Komm, das war eine super Taktik. Aber ich fahr jetzt einfach hinter dir. Oh nein. Ich habe die Krone verloren. Du könntest jetzt auch vom Maxi. Achso, na gut, dann ist es vorbei. Nein, nein. Weißt du, da will man einmal ein bisschen hier im Kreis fahren, ja? Ich wäre vor Maxi gewesen, wenn du mich in Ruhe gelassen hättest. Es war schon Schande, dass ich gerade eben nicht hier P1 hatte. Weißt du, René, lass mich doch fahren. Ja. Das sind noch das Event Lab, das bei allen immer abschmiert. Und wir haben noch eine Saisonmeisterschaft. Oh, das ist der Marathon tatsächlich. Oh Gott, nee. Ja. Nee, da schließe ich mich, da hake ich mich aus. Auf D100. Hä, was? Ach, tut jetzt richtig gut eigentlich sogar. Ja, das ist doch schön. Wollt ihr das jetzt starten, dann gehe ich raus. Hä, warum? Schön. Weil wir in 2,5 Minuten CS spielen. Man spielt ja halt kein CS. Aber letztes Mal haben sie dich auch gedodged. Du kannst jetzt auch zurückdodgen. Nein. Ich habe auch schon einmal gedodged, weil die vorhin schon fertig waren. Ich meinte, nee, ich spiele das Rennen noch zu Ende. Wer einmal dodgt, kann auch zweimal dodgen. Nein! Speddy! Es gibt wichtigere Dinge und wir sind wichtig. Ah, ja. CS kannst du jeden Tag spielen. Forza Spielliste ist nur einmal die Woche. Das ist auch interessant. Ja. Macht die ein Be-Real, wie die in der Sauna gibt. Bis sie fertig sind, ich quatsch zumindest noch bis euch, bis sie fertig sind. Aber du willst nicht mit uns spielen.
gehe einmal kurz auf die Toilette und dann können wir den Marathon stoppen. Hast du denn schon 40 Punkte, Josie? Weiß ich nicht, aber ich mache gerade Driftzone. Ich achte nie darauf, ob ich die 40 Punkte habe oder nicht. Solltest du. Ich empfehle dir, die 40 Punkte zu machen, weil das ist ein geiles Auto. Und du weißt wieso, du kennst meinen. Ja, I know. Saisonziel abgeschlossen. Was wollen wir denn hier für den Forza-Ton heute machen? Ja, eigentlich schon, Alpine, aber keine Ahnung. Irgendwie mag mich Twitch, was das Thema angeht, nicht so. Eigentlich ja, aber irgendwie auch nicht. Ganz komisch. Oh, nö. Scheiße. Wir könnten auch hier das mit dem Ford Super Duty machen. Können wir gleich machen. Not again. Wieso jetzt schon wieder fehlgeschlagen? Ich verstehe es nicht. Ja, du bist aus der Driftzone raus. Ja, aber nicht so arg. So, erstes abgeschlossen. Foto machen. Zweites abgeschlossen. Das dritte war jetzt Abrissbirnenfähigkeit. Müsste eigentlich irgendwas kaputt machen sein. Du brauchst nur durch die Walachei fahren. Alles kaputt machen, was in die Quere kommt. Ja. Ja, wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl an Sachen und dann. Ah, okay, die anderen sind fertig. Ja, ich komme jetzt. Wird das heute jetzt offiziell released oder was? Ja, also vorher durfte ich ja die Beta testen mit. Zwar etwas später als Luke und so. Aber, jetzt ist das Spiel offiziell draußen, zwar mit ein Bugs noch, aber es ist okay. Also das gleiche wie letzte Woche. Nein, definitiv nicht. Okay. Und schon ein paar Cheater entdeckt. Ja, leider schon. Ja, aber dann macht mal die Sache mit dem Super Duty. Ihr müsst den einfach nur einmal kurz fahren, ein Foto von ihm machen und einmal Abrissbirnenfähigkeit, also einfach Sachen zerstören. Also Jungs, ich wünsche euch ganz viel Spaß, man hört sich. Und wenn du weg bist, soll ich Maxi erzählen, was du gesagt hast, oder was? Ich hätte aber dann gerne einen Clip, wie er reagiert, danke. da muss irgendwer rüberkommen und klippen. Ich kann das mit Gameclip machen. Auch okay. Gut, bis später, Jungs. Man hört sich. Ciao, ciao. Bis später. Ja, ciao, ciao. Starte ich mal das Rennen hier.
Maxi ist überhaupt nicht neugierig. Maxi fragt gar nicht. Das ist langweilig. Er fällt ein Rennen. Naja. Was habe ich eingebaut? Irgendwas anderes. Kerl fällt ein. Maxi, willst du es denn jetzt wissen? Nö. Du wirst es mir doch eh erzählen. Ja, aber wenn du es wenigstens wissen wollen würdest, dann wäre es spannender. Ich glaube, du findest es gerade spannender als ich. Du hast auf jeden Fall eine sehr süße Stimme. Naja. Und Josie möchte mal mehr von dieser Stimme. Also, wissen, wer hinter dieser Stimme steckt. Naja. Ich hab das nicht gesagt. Ah ja. Das heißt, nächste Spielliste muss ich dann ein bisschen näher ans Mikro. Oder wie seht ihr das? Oder du streamst die nächste Spielliste einfach mal wieder mit Kamera. Sehe ich nicht. Da kackt dann eh sein sein Internet ab. Ja, das ist Donnerstag-Streams. Habe ich probiert, jahrelang. Und ja, aber maximal wieder zum Stream kriegen und dann mit Facecam wieder? Also das wäre schon... Nee, ich glaube... Doch, Maxi, doch, das würd ich feiern. Nee, das fühle ich aber nicht, weil ich habe Facecam, strenge ich mich ja dann auch mal an, dass es nicht halt, dass ich nicht halt wie so ein Vollidiot aussehe dann auch. Mache ich auch. Und zumindest ein bisschen auf meine Mimik zu achten, und dann ist es wieder voll anstrengend. Hab ich keinen Bock drauf. Ich will lieber hier so in meinen Stuhl reinflacken, so wie ich es gerade mache. Die Füße hochlegen, so in zwei Decken eingepackt. Im kalten Deutschland wieder. Und ist das gemütlich und muss ich mir hier keine Sorgen machen? Muss ich natürlich gucken, was ich mir noch. René! Haben wir das gleiche Design drauf? Weiß ich nicht. Ja. Tatsächlich. Einfach 1:1 die gleichen Karren. Meiner ist ein CVR-Aufbau. Bin den, glaube ich, genau so in irgendeiner CVR-Folge gefahren. Könnte auch ein Leak sein, ich weiß nämlich nicht in welcher. Oh, sorry. Ich will dich ja nicht hier andauernd so anboxen, das ist echt irgendwie. Aber der Lexus, der klebt so geil auf der Straße, ne? Oh, nee, oh mein Gott. Hättest du mir das voll gerade fast nachgemacht. Fast. Also, nee, hast du ihn eigentlich nicht dann einfach das Interview geschickt von uns? Weiß ich, bin falsch gefahren. Ich bin auch falsch gefahren. Dann würdest du das sehen. Stimmt tatsächlich, nee, habe ich nicht dran gedacht. Ich glaube, das ist tatsächlich das einzige Video von mir, was es gerade noch gibt. Auf deinem Kanal gibt es bestimmt auch, oder? Nee, ich glaube, die sind alle auf Privat. Ja gut, vor allen Dingen hast du ja auf Twitch dann zum Schluss gestreamt. Nee, boah, also danke fürs... Nein! Oh! Nein! Was machen wir denn hier? Bei der Hauskante hängen und du schlitterst auf die andere Seite. Ach Gott, ey. Ich habe tatsächlich überlegt, das Interview-Podcast-Format vielleicht nochmal aufleben zu lassen. Ich brauche nochmal Ideen für Gäste. Also Ideen hätte ich. Ich brauche Zusagen. Hm.
Ja, schade, dass unser Duell jetzt vorbei ist, Panik. Ja, ja, war schon spaßig. Und dann beide in derselben Kurve irgendwie hängen geblieben haben, dass du runtergeflogen bist, war natürlich praktisch. Ey, dieses Auto hat eigentlich viel Leistung, aber es fühlt sich an, als hätte es einfach 30 PS. Weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Ich habe die Kurve übersehen, weil ich kurz drauf geguckt habe. Auf die Kurve hast du geguckt und dann übersehen. Ja, habe ich schon gesagt. Fehlt ihm die Leistung auf die Geraden hier. Alpin ist heute auch wieder. Uiuiui. Oh. Alpin, wenn Maxi. Was? Ich kann meinen Chat gerade nicht vorlesen, Maxi. Sorry. Alter, wie weit vorne ist ein Panik hier, Schwitze. Nee, er hat einfach nur verdammt viel Glück gehabt. Ja, ich bin auch hängen geblieben in der Kurve, aber bin halt nicht runtergefahren, das war mein Glück. Ja. Aber und durch dieses Runterfallen habe ich dann die Driver Tale ferngehalten. Okay. Eigentlich müsste ich mich auf die Geraden, also du musst Zeitdruck machen. Ja, aber du hast halt so einen gewaltigen Vorsprung. Nicht reicht wahrscheinlich. Nö. Ja, einfach besser werden. Ich stecke gerade an Psycho. Gut, wir haben erst 50%. Also Alpin! Was rennt denn deine Karre auf der Autobahn so? 2,65? Okay, ich bin in den Passant reingefahren. Fast. Also gar nichts. Naja, ja. Ich bin ein Vollidiot. Weil ich René's Chat gelesen habe. Bei mir stand einer mitten auf der Abfahrt, aber kann natürlich weg sein, bis ihr kommt. Okay, also meiner rennt immerhin schon mal 3,30 locker. Ey, Pin, ich geb dir gleich einen Waschlappen und ein Stück Seife, dann kannst du dir den Mund auswaschen. Also ich hab gehört, das machen wir am nächsten Treffen, oder? Stand da nicht so gut, Brücke, ne? Nee, der. Ah, danke. Der ist Gott sei Dank noch im rechten Moment weggefahren, sonst hätte ich ihn noch hinten erwischt. Warum ist dieses Auto so langsam? Das hat zwar ein bisschen Topspeed, aber. Im Beschleunigen ist es langsam, in den Kurven ist es irgendwie. So komm, ist ja schon von da dran gekommen als hier dann. Gott, jetzt zieht man hier so weg auf den Dingern hier. Ich habe keine Chance, hier dran zu. Du das stempelst? Ja, ich habe Allrad. Ah, und drehe mich gerade um. War ein Baum. Toll, jetzt habe ich Black Screen gehabt. Oh. Ändert das was jetzt? Ich weiß nicht, warum ist diese Karre so träge? Das ist eine Katastrophe. Zu viel Gewicht im Auto? Ja, zu viel zugelegt im Urlaub. Ja,
genau, es liegt gar nicht am Auto. Es liegt am Fahrer. Die Karre hat 900 PS unter der Haube, die müsste eigentlich gehen wie Sau. Ich habe 300 PS weniger. Ich bin irgendwo bei 500. Ja, deswegen sage ich ja, die müsste gehen wie Sau eigentlich. Aber tut sie nicht. Ding ist mir weggezogen, Perücke im Kurvenausgang immer. Du benutzt aber schon einen dritten, vierten Gang, ja? Ja, ich fahre die immer kurz vor Limiter. Ist nicht irgendwie, dass ich hier im Overdrive durch die Gegend pampel. Jetzt ist Benny natürlich voll weg hier in der Kurvenregion. Ja, mit Kurvenregion mache ich Zeit gut, aber hier kommt jetzt wieder eine große, lange Gerade. Ja, du bist zu weit weg. Das hole ich nicht mehr auf. Wenn du jetzt nicht zwei, drei massive Fehler machst, war es das. Oh, da ist ja schon ein Stück weg. Bleib doch mal stehen. Wieso? Du trainierst den Effen. Das machen wir so oder so. Das könntest du hinkriegen. Ist schon Ziel, ach du Scheiße. Ah, Peanuts. Und da rennt er jetzt. Mal gucken, wie viel ich ins Ziel schaffe. 3,35 am Ziel. Boah, da war ich weit weg. Der hat dann schon Topspeed, aber. 3,75. 3,95. Herzlichen Glückwunsch, Panic. Yay! Er war dann definitiv schneller, aber. Auf Endgeschwindigkeit. Warum hat sie denn jetzt Angst vor mir eigentlich? Was du dazu sagst. Oh je. Nö, warum sollte ich verstört sein? Das ist Maxi hinter der Stimme. Was? Bei Bilder, Videos. nee, ich habe das tatsächlich nicht schlimmer formuliert. Oder hab ich schlimm formuliert, Maxi? Nee, ne? Nö. Also, hab ich nicht verschlimmert oder so. War nett. Ich kann ihr ja mal den Link zu dem Video schicken. Kann sie sich ein Bild machen? Ich schicke ihr das Bild zu. Nee, Maxi, schick dir ein Video. Wo ist denn das hier? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich auf die Hotfields und Rally-Erweiterung gehen, oder? Ich glaube, sonst haben wir alles hier, oder? Denke auch, ja. Na, wenn ihr rübergeht, dann bin ich raus, weil das kann ich nichts machen. Du musst da drüben nicht weit sein. Ich kann nicht trotzdem nicht fahren, aber egal, ich hab's sowieso alles. Ich glaube, ich habe sowieso die 40 Punkte, ja. Aber ja, wir könnten auch einfach noch den Ford F450 machen, wenn ihr Lust habt. So, ja, Querfeld einrennen. Oder so. Du meinst das, wo es abschmiert? Nee, den Forzaton. Den Forzaton. Dazu müsst ihr halt einfach nur einmal fahren, ein Foto machen und eine Zerstörungsdings. So. Nee. Also ich bin da nicht motiviert. Okay. Ihr könnt es natürlich machen. Ja. Aber ja. Rally könnten wir, finde ich, noch.
Nein, dann bin ich nochmal raus für Paule. Okay. Bis dann. René, du kommst wahrscheinlich sowieso demnächst später ein bisschen wieder rüber, oder? Boah, irgendwann komme ich bestimmt nochmal rüber. Ja, dann bis später. Jo. Bis dann. Tschö. Ach du, es gibt Sammelobjekte. Oh, du hast kein Video dazu gemacht, René. Schäm dich. Ja, nee, wirklich, ernsthaft. Ärgert mich. Ja, komm, also wer das nicht schafft, würde ich sagen, nichts Falsches sagen, aber ist jetzt nicht das große Geheimnis. Es steht alles da. Na gut, gibt's morgen ein Video zu. Warum sich das jemand anguckt, ja gut, ja. Ihr wolltet irgendwo hin? Du bist so böse, Panik. Was denn? Ja, es gibt tatsächlich Leute, die haben mit Vorsa angefangen, wissen nicht, wie es funktioniert und so, die gucken dann. Und für die ist es eine gute Hilfe. Willkommen zurück, Champion. Der Chat geht schon wieder ab hier mit Alpine und Josie. Herr Anführer, kommen Sie nach Mexiko auf Rally. Er sagt, mein Spiel, du bist in Mexiko. Maxi, man hört nichts. Was? Bist du gemutet gewesen? Was soll ich sagen? Was soll ich gemutet? Wir wollen zur Rallye rüberreisen. Zur Rallye rüberreisen, ja, dann. Ein Audi V10. Was ist das? Blitzerzone. Ne, Blitzer. Ja, okay. Auf 900 habe ich sogar fertig. Winston Rally. Maxi, ich glaube, da ist eine Nachricht im Chat für dich. Aha, das ist sehr lieb. Wieso falsches Fahrzeug für Saisonziel? Die wollen doch den Audi R8 V10. V10 Plus. Alpine haut raus. 500 sind ja nicht so viel. Perfekt. Alpine, ne? Also. 500 sind jetzt ja nicht viel. Ich sehe es gleich schon. Wenn ich dafür Twitch anmachen muss, ja, kein Problem. Ein herzerfrischendes Moin Moin! Ja, hallihallo, Herr Wicker. Ich sehe es gleich schon. Alpine, 500er Donut bei Josie. Zack.
Jetzt sag. Oh, für Maxi ist es gratis. Jetzt aber, jetzt wird's hier. Aber ich glaube, das erfährst du nur DM. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dein Chat das nicht verfolgt. Ich weiß noch nicht mal, was ich hier gratis bekomme. Ich kann das nicht wiederholen. Ist okay. Wer das wissen will, muss live zu gucken und den Chat lesen. Ich kann mir schon denken, dass es irgendwas. Nein, Alpin, Alter. Alpin Link, bitte. Das Kranke ist halt, ich traue das halt Alpin irgendwie noch so ein Stück weit ich zu, auch. dass der halt einfach das tut jetzt. Ja? Ich auch. Ich traue es ihm halt so ein Stück weit zu. Ja, deswegen sagen Maxi und ich ja gerade, wir trauen dir das zu. Ein bisschen Angst eigentlich. Ein bisschen Angst. Das kann ich nicht moderieren, das musst du machen. Nee, kann ich noch nicht mal, weil es direkt ausgegraut ist. Schick mir das mal privat. Schick mir den mal privat, dann hau ich ihn rein. Das macht Alpin jetzt nicht wirklich. Die Sache ist halt, ich würde es ihm halt echt zutrauen. Also könnte es auch starten, Maxi? Ich reise noch rüber. Ah. Also Link ist drin. Eigentlich für Saisonziel gereicht. Nee, warte, dass du bald weiter Auto hast. Hä, warum? Weil du den V10 Plus Schlag mich tot hast, du musst den anderen nehmen. Audi R8 V10 Plus. V10? Nimm mal den anderen. Den hatte ich eben. Hier. Audi Coupé. Gesundheit. Den da. Warte mal, ich war da vorgemute und hab. Oh Gott. Ja, einmal mit Profis, ne? Mhm. Kommt schon mal vor. Gar kein Problem. Da denkst du, du mutest dich extra zum Niesen. Jetzt wird hier verhandelt. Das ist ja. Oh Gott.
Heutzutage ist alles nur eine Geldfrage. Eieiei. Ah, es kann sein, es muss jemand anderes stoppen hier, weil ich das noch nicht so weit gespielt habe. Alpin schreibt 500 ist schon mal angegeben, muss nur noch den Button drücken. Naja, komm, also für 500, da muss schon, also ich sag mal so, mit 500 muss ein neuer Sabaton beginnen. Rechne mal kurz. 500 mal Euro pro 10 Minuten wären 5000 geteilt. Nee, 60 Max, Minuten geteilt durch 24 Stunden. Nee, jetzt war mal. René, du musst starten. Damit fängt der neue Sabaton an, weil dann ist die Miete bezahlt. Ich sehe Alpin schon den Button drücken. Er ist aber auch ganz interessiert daran, ne? Kann ich starten? Wir warten. Warte noch kurz. Wird schon gesucht. Jetzt bin ich auch ab. Ja, wenn sie dir wieder irgendwas verklicken wollen, sind wir blöd. Ja, aber Alpin hat noch nicht gedrückt. Die Sache ist, ich würde sie mir halt echt zutrauen. Ach, dieses. Wenn es ihm nicht weh tut, warum nicht? Ja, zurück zur Rechnung. Also nach Kosten von dem alten Sabaton berechnet, wären es 5000 Minuten geteilt durch 60, sind 83 Stunden, wären 3,5 Tage. Das 3,5 Tage gehen bei ihr. Ich habe da was in meinen DMs, was dagegen spricht, dass es so lange streamen wird. Was hast du in deinen DMs, Maxi? Etwas, was dagegen spricht, dass sie die nächsten 3,5 Tage streamen. Hey, warum? Also Josie weiß nicht, was du meinst. Das Auto eigentlich auch in Getriebe einbauen? Der schalten wir praktisch, ne?
Nein. Am Checkpoint vorbei. Trini, gib dir doch mal Mühe. Mach ich ja. Das war ganz knapp. Alter, Brücke! Was war das denn? Ach, sie dachte, ich wäre jetzt Metalinie, deswegen bin ich hierher gefahren. Ich wurde rausgehauen hier. Nein, nein, ich hab dich nicht berührt. Nein. Ich bin von alleine da 100 Meter abgeflogen. Ja. So ähnlich habe ich mich bei 20% gefühlt, als du reingeflogen bist. Helpin schreibt, ich muss nur noch PayPal bestätigen. Ich will immer schalten, ne? Obwohl das Ding gar keinen zweiten Gang hat, ja. Geht mir aus. So, hier, Perücke. Kommt die Reihe. Sorry, Maxi. Warum hat man eigentlich den Motor aus dem Rasenmäher ausgebaut hier? Weißt du? Weiß ich auch nicht. Schrecklich. Das ist schon ein bisschen anstrengend, wir verlieren. Ja, macht man was. Oh. Dafür die Polizeisirene umzuholen, könnte mal schneller fahren. Ich weiß nicht, wer das ist. Gib Vollgas, was soll ich denn noch tun anders? Muss Maxi oder Perücke sein? Nee, ich bin hinter Panic. Maxi? Hm? Bist du es? Das sind jetzt hier die Zuschauer. Sorry. Ach komm, ey. Bin da auch nicht näher an die, ne? Das dritte ist der Sabaton mit 5000 Minuten. Oder Start mit 5000 Minuten. Mann, schon wieder dran vorbei. Natürlich, ich bin Anhänger. Die Runde können wir abhaken. Ja, die Rennen mit den Flugbuggies sind doch super. Ich war gerade wieder fast dran, aber irgendwie habe ich zu leicht den Rand berührt und dann war ich einfach mal auf Null. Ich glaube, wir fahren ja gleich noch ein Rennen. Naja, wir wollten ja eh drei Rennen fahren, ne? Das war ja sehr absichtlich. Ja.
Ja, der Sabaton mit 5000 Minuten, ne? Okay, Sabaton ist schon mit inbegriffen. Perücke? Was denn? Ja. Hast du nicht gehört, den Discord-Sound, dass ich immer das in Schönen verabschiedet habe? Nee. Ja, dann guck mal, ob er da ist. Dass du wieder rein muss. Er ist nicht in der. Lange mitfährt, ist alles gut. Nee, weil ich habe Streamer-Modus an, von daher habe ich keine Sounds. Jetzt ist er drin. Wollte eigentlich nicht mit dem Rennen anhalten. Da wir zumindest mal einen oder anderen Platz haben. Keine Lust auf eine Wiederholung. Ja, die Sache ist, wenn du jetzt ranfährst, dann, ja, werden wir das Ding wahrscheinlich nochmal fahren dürfen. Nee, ich hab Gründe, warum ich bremse. Ja, Entschuldigung. Oh, René, wie bist du denn? Ja. Ja. Autsch. Und wir schaffen das. Klar, das sieht viel besser aus. Du brauchst keine Schatten. Maxi prügelt sich hier mit dem Dreiwatter. Ich hab den aufgehalten für dich. Oh, danke schön. Ja, das ist wahrscheinlich ein Französisch unterwegs. Ja, Perücke ist schon wieder da. Das Ding hat zwei Gänge. Wie, das Ding hat zwei Gänge? Mit dir vielleicht? Ja, Serie, zwei Gänge. Also ich habe nur einen.
Und guck mal in das Tuning rein. Der war ja serienmäßig. Der hat zwei Gänge. Ja, tunen kannst du den. Kannst du mir ein Getriebe einbauen. Natürlich. Das war irgendwie meine Frage. Aber... Nein, der hat zwei Gänge. Guck ins Tuning rein. Da kannst du ja trotzdem reingucken. Hä? Wie? Ja, aber auf jeden Fall wollen wir jetzt den Ford da noch machen? Wollen wir noch querfeld einrennen fahren oder nicht? Ja, ich bin da relativ offen. Dann, obwohl, dann müssen wir erst wieder zurückreisen. Nee, das machen wir mal wann anders. Damit würde ich sagen, geht auf jeden Fall die Aufnahme zu Ende. Ihr lasst ein Like und ein Abo da. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Oh. Hey,